Sattele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Icarus. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ja, wir haben ein kleines Problem. Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen eine Truhe und wir brauchen was zu trinken als allererstes. Was ist das? Samen. Ich kann Schaden am Samen machen, okay. Interessant. So, da ist noch nichts drin. Das heißt, wir müssen unten am Fluss trinken. Wir können es nicht ändern, ne? So oder so werden wir erstmal, bis wir einen Water Purifier, heißt es auf Englisch. Also ich glaube, es ist so ein Filter, ne? So ein Säuberungsgerät. Bis wir das haben, werden wir wohl damit leben müssen, dass wir uns hier mit dem Zeug, ich nenne es immer liebevoll, Flitzekacke einfangen, ne? Geht nicht anders. Wir müssen den halt herstellen. Ich habe mal nachgelesen, ich glaube auf Stufe 4 gibt es den ersten richtig guten, der das Ganze auch mit, oh, er packt es direkt rein, sehr gut. Der das Ganze dann auch mit Elektrik und so weiter schön versorgt, ja. Und dann auch richtig, richtig gut säubert, sodass man absolut sauberes, reines Wasser hat und keine Krankheiten oder so mehr kriegt. So, wie gesagt, ich sammle das hier mal ein, damit wir wieder Sauerstoff kriegen. Dann gehen wir gleich hoch, machen die Decke fertig, bauen uns eine Kiste, dass wir den ganzen Müll mal abladen können und schauen zu, dass wir uns dann ein bisschen vorbereiten, um in die erste Höhle zu gehen. Ich habe mal nachgeguckt, hier da so müsste es eine Höhle geben und dann hier und da noch eine und hier unten irgendwo. Aber viele Höhlen sind hier nicht. Das ist wohl ein Nachteil, da müssen wir mal schauen. So, wenn ich jetzt Herstellung, eine Truhe bauen will, die ist, hier können wir sogar schon, ja, dann gehen wir doch schon mal hoch. Dann gehen wir schon mal hoch. So, wir haben getrunken, wir haben Sauerstoff, der ist alles da drin, oder? Ja, 48 im Inventar. Wir können ja noch mehr mitnehmen. Da können wir dann gleich auch direkt gucken, was man für... Kann ich das hier schon reparieren? Das sieht mir sehr kaputt aus. Reparieren, reparieren. Jawohl. 5. Juhu. Was das Ausdauer kostet, das zu reparieren. Saubanane. So, was ist das da? Ah, ein Warzenschwein. Okay, das kann uns egal sein. Da sind wir lieb zu, da sind wir lieb zu. So, hoch geht's. Zack, zack. Rein da. Ja, definitiv, wenn ich mir die Debuffs angucke. Verunreinigtes Wasser, richtig. Dysentrie, minus 50 Nährwerte durch Nahrung. Genau das ist es, wenn du halt dreckiges Wasser trinkst, ne? Aber wie gesagt, wir können es nicht anders machen im Moment. That's the problem. So, Herstellung. Wir brauchen eine Holzkiste. Zack. Bauen wir gerade. Wo kommt die hin? Wahrscheinlich fällt die jetzt wieder runter oder so. So, tu mal weg. Hat er die jetzt gebaut oder? Mit der Holzkiste, jawohl. Mit der Null hätte ich die gerne hier. Hallo? So, stell mal daneben. Bitteschön. Kann ich die Samen wieder aufheben? Das wird dann einfach unsere Rumopel-Kiste, die wir kennen. Wo erstmal die ganzen Samen und so reinkommen. Tue ich die jetzt rüber? Mit Steuerung, nicht mit Shift. Okay, so, da ist noch ein bisschen Stein. Weizen kann da rein, Fell kann da rein, Leder kann da rein. Grüner Tee, verdorbene Pflanzen, Schilfblumen. Erstmal soweit alles hier. Was kann da bleiben? Was ist das hier? Sojabohnen? Nein. Was kommt da hin? Karotten kannst du alle so essen. Knochen können wir mal behalten, die Stöcke auch. Fasern lassen wir mal hier. 44 Knochen. Haben wir hier sonst noch Knochen? Nein. Dann könnten wir nämlich ein paar Pfeile machen. Noch ein Speer, Holzspeer. Wo sind die Pfeile? Knochenpfeil braucht noch Leder. Dann nehmen wir die normalen Steinpfeile. Machen wir Maximum. Noch 27 Stück. Perfekt. So, das heißt, da wir die Knochen nicht brauchen, kommen die auch noch da rein. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir keine Decke mehr bauen können, weil ich die Fasern alle auf Seite getan habe. Das heißt, wir nehmen sie doch wieder raus. Oh Mann, ey. Wo sind sie denn? Oder haben wir keine Fasern? Wir haben keine Fasern. Keine Fasern und kein Holz. Dann müssen wir das noch sammeln, weil die Decke muss fertig werden. Wenn hier ein Unwetter kommt oder so, ist das nicht gut. Und wir müssen das ja sowieso dann auch noch Stück für Stück reparieren. Siehste? Ich wusste es. Starkregen zieht auf. Finde einen Unterschlupf. Machen wir jetzt. Den kannst du mir mal direkt geben. Keine Ahnung, wo der Bär ist oder war. Ich nehme mal hier die Fasern mit. Müssen wir uns auch noch beeilen, dass das Ding fertig wird.
Erster Kommentar heute kommt übrigens von Hallo Hallo, der schreibt, vielleicht hättest du vorher eine Stunde reinspielen sollen, damit du nicht ganz so dämm anstellst. Das Holz ist gerade, der Fluss ist schief. Ja, du kennst mich doch, Hallo Hallo, du bist doch auch schon was länger dabei. Ne? Zu 99,9%, wenn ich rummeckere, bin ich selber schuld und nicht das Spiel. Aber so ist es halt, ne? So, und wenn ich reinspiele, habe ich wieder alles fertig, so gefühlt. Und dann brauche ich wieder kein LP machen. Das Problem ist ja, ne, dass das Spiel dann den Fortschritt speichert und dann ist das schon da. Dann kann ich das nicht mehr zeigen, ja. Und ich habe keinen zweiten Spielstand, der auf demselben Level ist, um da mal zu testen. So sieht's aus, so sieht's aus. Oh, hallo Wolf. Lass dich mal in Ruhe. Ja, mein Kleiner. So. Aber generell ist das Spiel hier schön. Finde ich. Und wie letzte Folge schon gesagt, der große Pluspunkt. Jede Woche praktisch kommt ein Update. Das ist der große Pluspunkt. So rum, es regnet. Wir haben wir jetzt genug dafür? Wie viele können wir denn machen? 5 Stück. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube nicht, ne? Wir holen lieber noch was hier. Noch geht's. Eingehender Sturm. Ja, ich komme jetzt. Ganz ruhig. Dankeschön. Ich meine, immer der Bär ist da, ey. So. Einmal Sichel. Oh, guck mal da. Distel. Hefe. Aha. So, machen wir noch einen. Herstellen, Maximum. Wir können noch 14 machen, das reicht. Fix schauen, wie viel Wasser hier reinkommt. 10 Liter schon. Geil, nice. So, da kriegen wir übrigens nur 5% Chance, uns hier Flitzekacke zu holen. Am Fluss sind es, glaube ich, 30. So, hier haben wir ein bisschen. Das heißt, jetzt können wir hingehen und die hier nehmen. So. 1, 2, 3, 4, Dach zu, perfekt. So, heißt, das ist zu, das können wir jetzt später dann auch noch ein bisschen ausbauen, aber jetzt gerade nicht. Gibt es eigentlich auch richtige Treppen? Gibt es, ne? Eine Holzleiter gibt es. Die Frage ist, geht die senkrecht nach oben oder schräg? Weil ich hätte gerne sowas wie eine Treppe hier, aber ich glaube, aus Holz gibt es das nicht. Oder ich habe es nicht geskillt, weil wir direkt auf Steine gegangen sind. So, das macht aber nichts. Mach mal auf hier. Dann können wir die auch noch da reintun. Die zwei. Und wieder Samen. Immer nur Samen überall. Und Holz und Holz und Holz. Können wir daraus einen Haufen machen? Können wir. Herstellen. 3 Stück. Mhm. Die stellen wir gerne auf hier. 1. Einer. Jetzt ist der drin, okay. 2. Und der dritte. Dann ist nämlich die ganze... Ich die noch drauf? Jawohl. Sieht zwar abenteuerlich aus, aber wir kriegen alles drauf. Das ist schon mal gut. So, wir haben 13.27 Uhr. Die Frage ist, unsere Fackel, die hält noch. Da sind noch Samen. Ich die auch da rein? Nein, die passt nicht mehr rein. Dann schmeiße ich die jetzt einfach raus. Ist mir egal. So, wir haben Sauerstoff. Wir haben zu trinken, wir haben zu essen. Wobei, da könnten wir auch nochmal gucken am Feuer. Zippdi-bipp. Hier, ess mal. Ess mal, jawohl. Das ist Holzkohle. Die brauchen wir später auch fürs Wasser zum Filtern. Aber das ist kein Problem. Hans Otto Knoll schreibt, Hallo Ede, schön mal wieder was Neues von Ikaros zu sehen. Allerdings hätte ich mir lieber gewünscht, du hättest ganz von Anfang an begonnen. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die dieses Spiel zum ersten Mal sehen und dann den Fortschritt nicht so ganz nachvollziehen können. Dann wäre auch der Kommentar von Opa Fritzsche anders ausgefallen. Du, lieber Hans, da können wir jetzt mal drüber reden. Ja, Opa Fritzsche, den Kommentar. Ich kann ihn eigentlich schon mal direkt vorwegnehmen. Ja, Opa Fritzsche, ich hoffe, du bist mir nicht böse.
Okay, Gegenstandsinventar, 16 Liter. Ah, brauche ich jetzt auch noch einen Treibstoff Eis, was? Okay, so kenne ich das nicht. Da müssen wir mal nachgucken. Früher konntest du einfach hingehen, trinken, fertig. Drücken, verwenden, X halten, ausschalten, Aufgaben, was? Aus Auffangbecken trinken mit X, okay. Also kann man doch einfach so trinken. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Den Kommentar von Opa Fritzsche nehme ich jetzt mal vorweg. Um ihn kurz zusammenzufassen. Dir gefällt das Spiel überhaupt nicht. Und du findest es, naja, langweilig, ja? Sagen wir mal langweilig. So. Verschwendete Zeit. Irgendwie so hast du dich ausgedrückt, ne? Kann ich nachvollziehen, wenn das deine Meinung ist und dir das nicht gefällt, ist das vollkommen in Ordnung. Man kann ja nicht immer alles mögen, ne? Was ist hier los? Okay. Übrigens, das Wasser sieht wieder vernünftig aus. Dank direkt X11. So. Mir und den anderen gefällt es halt, ne? Wem es gefällt, der schaut es. Wem es nicht gefällt, der schaut es nicht. So sehe ich das immer, ja? Und jetzt kommen wir zu dir, Hans. Das Problem ist, dass es hier so unwahrscheinlich lange dauert zu leveln. Und ich kann mich halt nicht zwischen den Folgen hinstellen und 5 Stunden Steine klopfen oder so, damit ich wieder die Level hochlevel, ja? Also, wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach raus. Dann werden wir die gemeinsam beantworten und nachschauen. Aber ich kann halt nicht hingehen und, wie gesagt, den ganzen Abend hinsetzen und bing, 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 Steine klopfen oder sonst was machen, ja? So, und wenn man die Sachen macht, die man hier braucht, kommt man niemals im Leben auf die 60 Level, die es gibt, ja? So, wo war das jetzt? Hier können wir zum Beispiel schon gucken. Das sieht mir verdächtig danach aus, irgendwo. Irgendwo hier muss eine Höhle gewesen sein. Frag mich jetzt nicht, wo. Was ist das hier? Das ist Salz. Damit können wir, das hier ist Siliziumoxid, das brauchen wir jetzt nicht. Mit dem Salz können wir. M, nicht N. Mit dem Salz können wir, glaube ich. Ah ne, jetzt diese Höhle hier, ey. Die hab hier eine, das weiß ich. Ich hab doch nachgeguckt. War die da? War die da? Irgendwo hier am Rand muss die sein. Oder sie ist unterirdisch, das kann natürlich auch sein. Aber es sollte so eine Stufe 1 Höhle sein. Die müsste eigentlich hier zum Aufklopfen sein. Könnte hier was sein? Man muss halt wirklich immer so gucken. Du siehst dann so eine kleine Spitzhacke in der Mitte des Bildes aufploppen, dass man hier rumhacken kann, ja? Also da ist nix. Auch nicht. Auch nicht. Scheint so wirklich unter Wasser zu sein, wa? Hier irgendwo? Nix. Da ist nix. Gucken wir doch mal unter Wasser. Wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann, weil hier ja alles zu ist, ne? Wo war das hier irgendwo? Weil das auch nicht passen sollte. So, das hier sieht so aus, da könnte eventuell was sein. Wobei das auch ziemlich flach ist. Nee, glaube ich nicht, dass hier was ist. Glaube ich nicht, dass hier was ist. Das ist wieder super. Fängt gut an. Ha! So, wenn man sich einmal auf Maps verlässt, ne? Einmal auf Maps verlassen, schon bist du verlassen. Oder ist die oben? Da oben drauf. Da geht's ja auch noch hoch. Wir gucken einfach. So, da ist sie. Bisschen verlaufen. Noch eine Ecke weiter. War nicht hier vorne, sondern hier oben unter dem F5. Man sieht die Höhle. Da kann man rein. Hier ist ein Tiefbauvorkommen mit Kohle. Also ich bin schon wieder versucht umzuziehen hierhin, dass wir das hier ein bisschen wie heißt es, abändern, ne? Wir haben hier das Wasser, weil oben ist ja noch nicht viel. Dann könnte man hier direkt den Strom und alles vorsetzen, hätte die Kohle bei sich, könnte immer und immer wieder in die Höhle, wenn man da das Gerät reinbaut, ne? Wäre eine Idee. Wir machen jetzt erstmal hier an, dann brauchen wir den Bogen, weil da waren ja immer die Würmer drin. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, Würmer, kommt hier? Oder gibt's die hier nicht? Doch, die gibt's. Okay, kommen direkt vor mir. Ja, nice. Müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht zu oft vergiftet werden.
So, also nicht wundern, das sind so Würmer, die hier spawnen. Das ist, glaube ich, Aluminium, das ist Kohle. Da ist Kupfer, aber es scheint eine sehr kleine zu sein. So, da ist Eisen. Da, 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 da. So, erstmal die Höhle leer machen hier. Wie gesagt, kleine Höhle für Kupfer und Eisen und so. Die hätte ich gerne wieder. Was ist das hier? Wurmschuppen? Höhlenwurm-Trophäe? Das interessiert mich jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Gib mal her. So, mach zu. Das heißt, jetzt hier Eisen und Co. Das heißt, wir hätten immer Eisen. Weil es gibt ja auch dieses Gerät, mit dem wir die Ressourcen hier immer und immer wieder spawnen lassen können. Ne? Gibt's ja auch. Oder keine Ahnung, ob es das noch gibt. Müssen wir mal schauen. Aber dann schleppen wir das jetzt erstmal zurück. So, dass wir den Steinmetztisch bauen können. Und wenn wir den haben, dann machen wir das wirklich. Möchte ich mal probieren. Ist was Neues, ja. Ist zwar ganz cool da oben auf dem Felsen, aber hier bist du halt näher an den Ressourcen. Und ich habe das noch nie ausprobiert. Will ich mal. Gib mir alles. Dankeschön. So, wie sieht die Tragefähigkeit aus? Nicht mehr viel, ne? Bisschen Kohle könnten wir noch mitnehmen. Ne? Ja, damit. Und da noch. Jawoll. So ist gut. So ist gut. So, wie viel haben wir denn jetzt, wenn ich fragen darf? Nicht da, sondern hier. Inventar. 52 von 155. Okay. Dann können wir noch einiges mitnehmen. Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. So. Da ist Eisen. Hier oben ist noch Eisen. Hallo, ich will hier durch. Super. So, wen haben wir denn da noch? Cat schreibt folgendes. Und zwar. Bisschen scrollen. So. Schreibt die liebe Cat. Lass mal das hier mitnehmen. Keine Ausdauer mehr. Moin Ede und Freunde. Interessantes Spiel, das schon länger auf meiner Liste steht. Das mit dem Oxid für Sauerstoff erinnert mich an den alten Film Robinson Crusoe auf dem Mars, beziehungsweise auch Notlandung im Weltraum. Falls ihn jemand kennt, dem musste man auch Steine verbrennen, um daraus Sauerstoff zu gewinnen. Okay, sagt mir gar nichts. Ist aber auch lange vor meiner Zeit. Auf jeden Fall spannend wie immer, wenn Ede was anfängt. Kann man theoretisch alles erlernen oder muss man sich entscheiden, weil nicht alles geht? Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Aus Ede ist ein Meisterschütze geworden. Ja, hier habe ich schon des Öfteren getroffen, liebe Cat. Keine Ahnung wie. Ne? So. Und JKRMD hat dir schon geantwortet. Nein, du kannst. Es geht bis Level 60. Du kannst nicht alles erlernen, ja. Es gibt aber Mods, mit denen kannst du das. Ich finde es auch ein bisschen blöd, weil wenn man zum Beispiel so wie ich alleine spielt, musst du dich entscheiden. Ne? Und ja, es kommen halt auch gefühlt jede Woche neue Sachen hinzu, die du lernen musst. Weiß nicht, ob man da dann extra Skillpunkte nochmal kriegt oder. Irgendwann ist es ja so viel, dass du gar nicht alles machen kannst. Ne? Das ist dann wieder ein bisschen doof, finde ich, aber okay. It is what it is. So, wie viel Kohle. Oh, wir haben jede Menge, das sollte reichen dafür. Wir haben ein bisschen Kohle, komm, wir nehmen die Kohle noch mit hier. Dann können wir daraus. Dankeschön. Können wir daraus in Ruhe noch Feuer machen hier. Das heißt, Stelle merken. Hier ist es nämlich auch schön flach. Dann könnten wir da vorne so eine Mauer mit dem Tor machen. Hier ist ja eine natürliche Barriere. Wenn hier was runterfällt zu uns, dann ist es so. Oder wir machen da oben auch noch eine Mauer drüber. Könnten hier einen kleinen Steg raus in den Seefluss machen. Irgendwie so. Das kriegen wir schon hin. So. Fackel brauchen wir nicht. Ich laufe nach Hause. Wir sehen uns sofort wieder. So. Home Sweet Home. Gerade was trinken. Machen wir Tür auf. Zack, zack. Hier drin ist natürlich auch kein Licht. Das ist nicht toll. Lalalala. Hier, wir brauchen. Ich glaube, mit Kohle kannst du ihn auch befeuern, ne? Jawohl. Und dann muss mal das ganze Eisen da rein. Das ist Stein, der braucht jetzt nicht. So.
Zack, genau. Da kommt das Eisen rein. Wir könnten schon mal nach dem Oxidator gucken hier. Herstellung, den ersten einfachen. Das ist der hier. Der braucht 20 Leder und 10 Knochen. Ich glaube, das haben wir nicht mehr, ne? Doch, haben wir. Perfekt. Dann können wir den auch direkt bauen. So, da kann man nämlich das Oxid reinpacken. Dann hat man das schon mal in einer reineren Form und kann da mehr rausgewinnen. So, dass wir da kein Problem mehr mit haben. Ich stelle das jetzt einfach mal hier in die Ecke. Wo es ja egal ist, gucken wir. E drücken, ein Oxid hinzufügen. So, 5 Stück sind drin. Und dann kann man sich hier halt immer Luft holen und muss kein Oxid hier drin haben. Ne? Das hält dann auch ein bisschen länger. 0,1 Liter. Wow. Also im Endeffekt mit so einer kleinen Blase hier, ne, Lederblase, wo das drin ist, man sieht's. Und dann kann man sich mal was rausholen. Was haben wir denn überhaupt? 19 Uhr schon, okay. So, was braucht der Tisch für die Steinmetzarbeiten jetzt? Den müssen wir ja hier machen. Sehr schön, da sind Seile, das ist ein Trinkschlauch. Da. Wo war der Tisch? Steinmetzarbeiten, das war hier irgendwo. Oxidlösungsmittel, Holzschale. Halbe Kaminabdeckung, Bank für Steinmetzarbeiten. Genau, Eisennägel müssen wir machen da. Richtig, 12 Seile. Leder haben wir noch, Holz kannst du einfach sammeln. Da. So, wo waren die Seile hier? Die Seile auch da drin gemacht? Nein. Die habe ich wieder bei uns hier irgendwo gemacht. Ich finde sie nur wieder nicht, ne? Seil, wo bist du? Oho. Oder war es hier drin? Da oben. Fasern. Maximum genau 12. Klar. War wieder so geplant, ne? So, was können wir hier herstellen? Nix. Können wir die Nägel denn hier herstellen? Handfackel. Nee, dafür brauchten wir den Amboss, ne? Meine ich. Lass mal gucken. Den können wir aber auch nicht so hier bauen, ne? Basis-Regenwasserreiniger. Interessant. Können wir dann auch noch hier bauen später. Aber erstmal sind wir jetzt hier dran. Wo ist der Amboss? Wir brauchten den Amboss. Steinhochofen. Es ist halt, ne, es ist sehr komplex, es ist so viel. Deswegen auch, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach raushauen. 40 Eisenbarren und ein bisschen Holz. Steine haben wir, okay. Das Holz hier reingepackt, da ist noch Holz drin, perfekt. Wir haben 20 erst. Dann würde ich sagen, mach das mal an. Aktivieren, die mache ich aus. Können wir schlafen? Können wir. Sehr gut. So, lass das nochmal an. Gerade essen und essen. Dann kriegen wir nämlich einen Buff. Wie sieht's hier aus? E drücken, Sauerstoff konsumieren. Zack, unser Sauerstoff ist wieder voll. Sehr schön. Und ein bisschen ist auch noch drin. So. Wen haben wir als nächstes mit den Kommentaren? Den lieben Volker, der schreibt Glück auf Edon Edenauten. Super Folge, freue mich auf noch viele Folgen. Der Bär ist mein Freund Ben. Danke für deine Mühe und Zeit. Gruß aus Herne. Gruß zurück nach Herne, Volker, und schön, dass du ihn Ben nennst. Ich nenne ihn einfach nur nerviges Hindernis. Weil jedes Mal will er mir ans Leder. Der Sack. Ja. Jo, also halt mal das fest. Von hier nach da hinten ziehen. Nächstes Mal merken, direkt dahin. Wenn wir nochmal hier spielen. 2028, gut. Wenigstens die Kohle hält lang, ne? Das ist schon mal gut. Müssen wir hier leider warten, bis wir das zusammen haben. So, 40 fertig. Die können wir mal rausholen. Dann können wir nämlich jetzt den Amboss bauen. Herstellung ist hier. Da wollen wir das aber nicht, weil wir müssen ja hier ran. Da ist der Amboss. Bau mal. Da machen wir die Nägelchen für die Steinmetzbude. 120 brauchen wir. Ich glaube, aus einem Barren machst du 10 Nägel oder so. Irgendwie so war das. So, kriege ich den direkt da rein? Nein. Zack, mit der neuen stelle ich den jetzt mal einfach daneben so, ja. Weil wir werden sowieso alles umsetzen müssen dann. Da kriegt man auch einen Langbogen. Aha, nice. So, Eisennagel, genau. 10 Stück, das heißt, wir brauchen hier 12 Barren. Wir haben 14, das reicht ja schon. So, schmeiß die mal da rein. Dann hätte ich, aha, Eisenspitzhacke, Eisenmesser auch hier. Wichtig, sobald ihr das könnt, immer das Bessere bauen, weil
damit könnt ihr dann auch mehr abbauen. Die bauen mehr ab und halten länger und so, ne? So, die Nägel noch, wenn wir die haben, dann haben wir alles zusammen für unsere Steinmetzbank. Der Sascha schreibt, hallo lieber Edun, alle Edenauten, war wie immer eine super Folge, danke für deine Zeit und Mühe, nichts zu danken, immer gerne. Marcel schreibt, du hast die Knochen vergessen. Da kriegen wir noch jede Menge mehr. Jede Menge mehr. So, dann ist da der kilometerlange Kommentar vom Opa Fritzsche. Wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, Opa, jeder so wie er mag. Wenn du dir das Spiel nicht gefällt, ist das vollkommen in Ordnung. Dann schaust du halt woanders. 120 habe ich jetzt genommen. Bin ich verrückt? Habe ich wieder viel zu viele gemacht, ne? So, nein, genau die, die wir brauchen. Werkbank, das ist jetzt aber auch Steinmetz, ne? Jawohl. So, nicht, dass ich hier wieder irgendeinen Blödsinn mache. Dum, 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 dum. So, gib mich die Werkbank. 9, stelle ich die mal hier hin. Bitteschön. So, was kann ich denn jetzt hier drin machen? Einen wunderschönen Steinrahmen, genau den will ich haben. Steinboden. So, weil damit möchte ich... Ach, der braucht Leder und Nägel, das ist natürlich... Boah, das ist teuer. Das ist teuer. Wir brauchen alle Leder und Nägel, ne? Uiuiui, da müssen wir mit einem kleinen Haus anfangen. Aber Stein hat den Vorteil... Dass es Wind und Wetter trotzt und nicht kaputt geht. Ne? Ruhe. Aber dann tun wir hier schon mal. Warte, Holz muss da rein. Habe ich keins mehr. Die sind egal. Eisennägel, Leder, Steine, Holz. Gut, ich habe hier noch 14. Yay, da müssen wir gleich noch ein bisschen hacken gehen. Was machen wir denn da? Hier ist doch Holz. Ich bin auch doof. Ede wieder. So, packen wir das da rein. Rein, rein, rein. Sauerstoff, Nahrung, Wasser, alles noch in Ordnung. Was kommt da? Starkregen zieht auf. Finde einen Unterschlupf. Gerne. Haben wir ja. Im Feuer geht's gut. Hier können wir mal gerade nochmal Luft holen. So. Das Leder kann da rein. Da müssten wir noch ein bisschen jagen gehen. So, wenn ich jetzt erstmal die machen möchte. Steine und Nägel. Alles klar, habe ich Steine hier drin? Nö. Gibst du mir die mal? Gibst du mir die mal? Die machen auch schon weiter. Was kostet denn Dingens hier? Ach, ich bin auch doof. Ich will doch hier hin. Ja, die brauchen auch Leder und Holz. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, eine zu holen. Das eisernes Wurfmesser, nein, danke. Eisenaxt, oder? Weil mit der tun wir mehr abbauen, ne? Gib mir noch mal das Leder und das Holz. Leder und Holz, reicht das dann? Jo. So. Herstellen. Dankeschön. Dann können wir das nämlich tauschen und haben hier die bessere. So, jetzt möchte ich hier Maximum herstellen, annägeln. Wir werden viel Eisen brauchen. Und das ist dann genau das Problem, was ich meine, ne? Das Spiel ist eh sehr grindlastig. Und wenn ich mich da noch abends hinsetze und 85 Millionen Steine klopfe, nur damit wir leveln, da habe ich einfach keine Zeit für. Sag ich ganz ehrlich. Geht so nicht. So. Abgesehen davon ist es sehr, sehr langweilig. Und ich glaube, das würdest du auch nicht sehen wollen, ne? Wenn wir jetzt hier 2 Stunden stehen, ping, ping, ping und Steine klopfen. Ich glaube nicht, dass euch das Spaß machen würde. So. Dafür gehen wir jetzt Steine klopfen, weil die brauchen wir, ne? Mach mal auf. Fix ein bisschen holen. Da hinten ist uiuiui. Wer ist denn jetzt hier? Wetten wir, jetzt ist auch noch der Bär hier vor der Tür. Eine ganze Bison-Familie. Echt jetzt? Leder in Massen. Dankeschön. Das tut mir leid. Dankeschön. Dann machen wir das so rum. Gehen wir gar nicht hin.
Fleisch ohne Ende, Leder ohne Ende. Alles nehmen, dankeschön. Alter Falter. Tut mir zwar leid, aber... können wir auch gebrauchen hier. Ah, die großen kann ich gar nicht nehmen, da brauche ich noch ein Eisenmesser für. Verdammt. Es tut mir leid. Freut sich der Bär. Oder wir gehen uns gerade ein Eisenmesser machen. Aber bis ich das habe und wieder hier bin, sind schon irgendwelche Tiere angekommen und haben die gefressen. Guck, da kommt doch schon der erste. Ein Wildschwein. So, gib mir mal hier was. Wir müssen uns beeilen, jetzt kommt der richtige Sturm. Ein paar Steinchen gesammelt. Steine und Nägel haben wir noch genug hier, genauso wie Holz. Wobei, Steine könnten wir schon wieder ein paar holen. Wir haben jetzt 9 Fundamente und eine Steinwand. Das größte Problem, das wir haben, sind echt die lieben... sind echt das liebe Leder. So, ne? Stahlspitzhacke interessiert mich gerade nicht. Ich will mal den Bogen hier. Ich brauche auch Leder und Knochen und Holz. Ja, das heißt, wir müssen noch ein bisschen jagen. Wir brauchen mehr Leder. Hier, der Punkt ist echt gut zum Jagen, weil die ja ständig alle hier hängen bleiben oder da unten trinken gehen, die Tiere. Nur jetzt gerade nicht, weil ich will ja ein paar, ne? Wir brauchen ja Leder, deswegen ist hier nichts, so wie es aussieht. Aber da hinten habe ich immer was gehört. Schauen wir mal, ob wir noch ein, zwei finden. Guck mal, da sehen wir doch schon mal einen Lebensbalken. Das ist gut, solange der nicht vom Bären ist. Jawohl, dankeschön. Ich muss sagen, irgendwie hier in dem Spiel geht das mit dem Schießen. Finde ich gut. Wir nehmen ein paar Steine mit. So. Und jetzt bereue ich es, dass ich mir nicht direkt das Eisenmesser gemacht habe. Weil du da halt mehr rauskriegst, ne? Vielleicht sollten wir wirklich jetzt mal nach hinten gehen und noch ein bisschen Eisen holen. Und 18 Leder, okay. So, ein bisschen Eisen holen und uns wirklich noch ein Eisenmesser machen. Ah, da ist noch was. Lass mal gucken, wer ist das? Der Moa. Oh, das war, glaube ich, der Kleine, ne? Oder? Nein, war er nicht. So. Der war ja dämlich. Ja, war dämlich. Die Knochen könnten wir eigentlich auch liegen lassen. Damit können wir andere Tiere anlocken. So. Das ist wieder ein Holzstamm. So, dass wir noch mehr Leder kriegen. Auch eine gute Idee. Könnten wir auch machen. Zum Beispiel so, ne? Geh weg. Häng ich hier im Baum fest, ey. Dankeschön. Das ist wieder typisch Ede, ne? Der hat immer so ein Glück. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Ständig bleibe ich an Bäumen, Felsen und sonst was hängen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie. So, wie viel haben wir jetzt? 46. Da kommt der nächste. Was ist das? Hase. Okay, den lassen wir mal da hinten. Was Großes. Ah, leider nicht geschafft. Hinterher kommst du sowieso nicht. Den Hase lasse ich mal. Sei denn, er ist so doof und rennt mir direkt in den Pfeil. Was er leider nicht tut. Dafür kriegen wir dich wieder easy. Aha. So. Gucken wir mal, wie viel wir rauskriegen. Gleich können wir uns eh nicht mehr bewegen hier, vor lauter Fleisch. So, das ist dann so ein schönes Nebenprodukt, wo du keine Ahnung mehr hast, wohin damit. Du hast so viel davon dann. Aber es gibt ja eine schöne Pökelstation und, die können wir uns auch noch machen. Und wir haben noch einen Kommentar von Matthias, der schreibt, super Folge, freue mich schon auf die nächsten. Und der Bär ist doch nur zum Spielen gekommen. Ja genau, zum Spielen. Er braucht wen zum Knuddeln, weil er schlechte Laune hat, ne, so ungefähr. Wie kommst du denn hier hoch, mein Freund? Wie? Dankeschön. Nehme ich aber gerne mit.
Nochmal Leder. So, alles mitnehmen. Perfekt. Guck. Nochmal 13 Leder. Jetzt haben wir 71 Leder. So, wenn ich 3 mal 3 habe, das sind das 3, 6, 9, 12. Das heißt, 4 mal 3 sind 12 Wände, die wir bräuchten. Eine haben wir, das heißt, wir könnten noch 11 machen. Jawohl, herstellen. So, und dann brauchen wir natürlich noch hier Steinboden, Steindecke, Steinhälften, Spitzen, das ist mir egal. Ich nehme mal die hier, davon bräuchten wir auch 9, können wir 3 machen. Gucken, was dann fehlt. Ich bin gespannt. So. Wo haben wir hier? Ach, da oben ist er noch dran, ne? Das dauert ein bisschen. Dann lassen wir ihn mal gerade. Wir können das Fleisch schon mal hier reinpacken wieder. Rein da, rein da. Keiner weiß, wohin damit, wie gesagt. Viel zu viel. Wir essen mal alles hier. So, kriege ich das hier noch rein? Das sind Knochen, Stöcke, Fell. Für den besseren Bogen. Leder brauchen wir. Und Holz. Dann behalten wir doch erstmal den kleinen. Dann pack's hier rein. Das, das, da ist das Leder. Hm. Rein da, da sind noch ein paar Steine. So, davon haben wir jetzt 12. Das passt. Die kriegen wir. Da haben wir jetzt wie viel von 3. Wir brauchen Steine. Das heißt, wir brauchen noch 6 Stück. Nägel reichen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Leder und ein paar Steine. Das kriegen wir zusammen. Dass wir da schon mal eine kleine Hütte haben, wo wir rein können dann für den Anfang. Ne? Das wäre so das, was ich unbedingt haben möchte. Guck mal, wer da ist. Wer kommt da an? Musst du trinken, mein Kleiner? Ich nehme auch gerne den Großen. Zack, Dankeschön. Okay, also wenn du ihn in die Nase schießt, ist er direkt tot oder was? Was ist das denn? Ich sag nicht nein. Nehmen wir gerne. Dankeschön, müsste eigentlich reichen. Steine haben wir hier. Das können wir auch nochmal mitnehmen. So, ein bisschen abbauen. Sehr schön. Sehr schön. Also mir macht das hier mega Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, aber ich gehe da einfach mal von aus, sonst würdest du ja nicht schauen, ne? Sonst würdest du ja nicht schauen. 100 Steine müssten auch reichen. So. Ausdauer. Müssen schon wieder trinken. Dann muss ich das ganze Zeug halt rüberschleppen. Ne? Man sieht es, 5% Chance, das ist schon sehr, sehr gut. Das hier sind ja 1, 2, 3, 4. Also sehr viel mehr Platz hier drin haben wir auch nicht. Als dann in dem anderen. Rein da, rein da, rein da. Und man kann das ja dann direkt Stück für Stück immer anbauen. 5, okay, dann fehlt noch einer. Mal gucken, welcher. Wahrscheinlich fehlt wieder ein bisschen Leder oder so, wetten wir. Nein, Steine. Dann gehe ich gerade noch mal ein bisschen Steine holen. Jetzt dachte ich, die 100 reichen. Pustekuchen. Brauchst du doch mehr. Schwefel. Mhm. Überall liegen Skelette hier rum, ey. Überall liegen Skelette rum. Nee, nee, nee. Das müsste reichen. Und ich fürchte, wir sind jetzt fett überladen, wenn ich damit darüber laufe. Dann kannst du im Schneckentempo durch die Gegend krabbeln, wetten wir? Die Hütte hier, die können wir dann einfach stehen lassen. Die verfällt von alleine. Oder wir benutzen sie als unsere Jagdhütte. Könnte man auch machen, ne? Könnte man machen. So. 9 davon, 12 davon, 9 davon. Überladen. Was habe ich gesagt? Das hier raus tue. Das tue ich raus, dann geht's. Okay. So, du bleibst hier. Obwohl, dich müssten wir eigentlich mitnehmen, ne? Ich nehme ihn direkt mit. Sicher, sicher. Weil hinten die Steinhütte, die hält dann. So, nochmal Sauerstoff voll. Da sollen wir den auch schon mitnehmen. Aber können wir nicht.
Weil dann sind wir restlos überladen. Das muss ich, ob ich... Wie ist der denn da hingekommen? Wie ist der bitte auf den Stein gekommen? Das ist ja lustig. Da ist das Bison. Was haben wir da? Den kleinen Hirsch. So. Wenn wir das Zeug da mitnehmen, dann ist direkt überladen. Geh weg. Ich laufe zu neuem Platz. Wir sehen uns sofort wieder. Zap, zap, da sind wir. Jetzt müssen wir gucken, wo wir die Butze hinbauen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir die hier ins Inventar kriegen. So, 9. Ich glaube auch, die sind hoch, oder? Nö, sind sie nicht. Da hinten anfangen. Fange ich mal hier hinten an. Ja. 1, 2, 3. Und dann machen wir das hier auch so, weil es sollte ja klein sein. Erstmal für den Anfang. Müssen dann noch die, 7, 8, nein, 9, okay. Und dann noch schauen, kann ich die irgendwie drehen hier? Ah, er zeigt nach außen. Okay. Hier bitte eine Türe rein. Jawohl. Und da kannst du noch ein Fenster reinmachen. Fertig. So, jetzt das Dach her. Wuppdiwupp. Und hier kann dann jetzt auch Sturm sein, wie will, das interessiert uns nicht. Man kann hier noch so Bodenplatten reinmachen. Muss man aber nicht. Wir lassen das jetzt erstmal, weil wir brauchen Holz für eine Tür und ein Fenster. Und dann schauen wir mal. So, dass wir den Schlafsack schon mal da reinlegen. Das Gute ist, das ist jetzt aus Stein. Das geht nicht mehr kaputt durch einen Sturm und so weiter. Vor allem, wenn der Blitz einschlägt, ist mir das egal. Da brennt nichts ab. Es gibt zwar so einen Feuerfächer, mit dem man das bekämpfen kann, wenn der Blitz einschlägt, aber bisher habe ich es noch nie geschafft, das zu löschen. Da ist mir immer die ganze Hütte abgebrannt. Weil sich das viel zu schnell ausbreitet. So, hier noch. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Eine Türe, jawohl. Ein Fenster, jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Lass mich hier rein. So, da ist die Türe. Der 9. Rein da, passt. Also ein bisschen luftig, aber geht schon. So, das Fenster. Kann man hier reintun. Das ist cool. Kannst du auf und zu machen, ganz easy. Gefällt mir. Hier guckt überall noch ein bisschen Luft durch, weil wie gesagt, da muss der Boden rein, aber das passt jetzt erstmal so. Den haben wir mitgenommen. 9 lege ich schon mal dahin, so hier auf den Dreck. Dann kannst du da schlafen. Wir tun uns einen neuen Erscheinungspunkt setzen, auf jeden Fall. So, können wir schon wieder eine Kiste bauen. Das wäre ganz gut. Eine kleine. Dann tun wir erstmal eine kleine Kiste bauen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben hier nichts zu trinken, wir haben hier nichts zu essen, wir haben hier gar nichts, ne? So, 9. Schlafen kann ich hier auch nicht, weil kein Feuer. Aber ich will erstmal alles hier reintun. Da ist noch ja nichts sortiert hier. 55 Pfeile haben wir noch. Inventar, den einen tue ich mal da rein, dass das ein klein bisschen hochgeht. So. Gucken wir nochmal in der Höhle. Stöcke hier zum Reparieren. Wenigstens einen. Nein. Aber da. So, reparieren. Licht an. Das Einzige, was doof ist, nämlich, ist, wenn du hier in die Höhle rausgehst und wieder reingehst, sind instant alle Würmer respawned. Siehst du? Sind nicht die schnellsten, aber sie respawnen. Dankeschön. Das war ja Aluminium. Das können wir noch nicht. So, Wurm, komm raus. Du bist umzingelt. Dankeschön. Da oben war auch noch einer, ne? Okay. Dann machen wir es so. Meine Pfeile bitte wieder her. Trophäe, ich will im Moment keine Trophäe, wie gesagt. Wir wollen erstmal
Ressourcen holen hier. Okay, da ist nichts drin. Wir haben ja jetzt die schöne, schöne Eisenspitzhacke. Das heißt, wir holen uns hier noch ein bisschen Eisen raus. So, und am Anfang wird das nichts geben hier mit Gerät aufbauen, dass wir das Zeug wiederkriegen. Das dauert. Weil da brauchen wir Elektrik und alles für. Aber wir haben hier schon mal einen schönen Anfang und wir haben die Höhle direkt bei uns vor der Tür. Das ist das Gute. Das kann man dann schön mit in die Basis einbauen. Was sagt eigentlich unsere Gewichtsanzeige? Die sagt, wir haben noch jede Menge Platz. Und schon 140 Eisen. Guck mal, da hinten ist auch noch alles voll. Was ist das hier? Titan. Das darf ich nicht abbauen. Dafür ist die zu schwach. So. Sehr schön. Ach, sehr schön. Was ist das hier? Gold. Ne? Könnten wir auch schon abbauen. Lass ich jetzt aber mal. So. Ja, ich weiß, jetzt haben wir eine Lungenentzündung hier oder was, ne? Zu lang die, ja, Lungenentzündung, siehst du? Im Untergrund. Wenn du halt zu lang hier in den Höhlen rumeierst, ohne einen Filter, einen mobilen, den du mitnehmen kannst, kriegst du halt so eine Lungenentzündung. Und dann wird's schwer, was zu machen. Dann hast du kaum noch Ausdauer, wie du siehst. Was man ja verstehen kann, ne? Wer arbeitet in der Lungenentzündung noch im Berg hier? Oben klebt noch, das lasse ich mal. So, wenn ich jetzt rausgehe, zack, sind die wieder neu respawned. Das ist schon wieder ein Wolf. Dein Ernst? Ah, ich würde sagen, das haben wir jetzt langsam richtig gut raus. So, gib mir das Zeug her. Dankeschön. Was brauchen wir für ein Lagerfeuer? Herstellen. Stöcke, Fasern, Steine. Steine haben wir hier. Mit der 7 wird geschrieben hier. Fasern müsste reichen. Stöcke haben wir hier. Frage ist, wie viele? Wie viele brauchen wir überhaupt? 8, wir haben 3. So, reicht. Wunderbar. Und da oben sind die Moas. So, das heißt, dann könnten wir uns hier noch gerade einen Feuer machen. Hier können wir hingehen und alles in die Kiste schmeißen. Die ist voll. Na super. Wo tue ich das Zeug jetzt hin? Wo tue ich das Zeug jetzt hin? Ach, jetzt kann ich nicht mal bauen, weil ich das weggepackt habe, ne? Ich Experte. Wieder typisch Ede. Eieiei. Müssen wir mal gucken, ob ich das da reinpacken kann ins Feuer. Das wäre natürlich gut. Das wäre gut. Nicht 9, sondern 0. Stellen wir hier hin. Dankeschön. So, darf ich da. Geht nicht. Aber das erspart uns jede Menge Gewicht. Darum geht's. Gesamte Eisen ist da drin. Sehr gut. So, dann würde ich nämlich sagen, ich gehe jetzt gleich pennen, latsch rüber, hol die ganzen Sachen hier rüber. Du lässt einen Daumen hoch, damit es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, danke für deine Zeit.